Mary Johnson, ich freue mich so für Sie. Die Hochzeit war fantastisch. Ja, ja, aber wir haben den Bräutigam nicht gesehen, nur gehört. Ja, das Schnarchen war sehr laut. Was? Er hat zu viel getrunken. Ja, von deinen Tränken, aber auf jeden Fall ließ er uns ganz viel Unsinn anstellen. Was? Er hat doch geschlafen. Ja, er hat geantwortet. Ja, ja, ja. Wer ist das? Freunde, wollt ihr neue Helden auf unserem Kanal haben? Dann lasst uns 60.000 Likes für unsere Favoriten sammeln. Los geht's! Das ist unser neues Mädchen. Sehr besonders. Cool, ja! Komm und spiel eine Runde Videospiele mit mir. Wir spielen jetzt erstmal mit dem neuen Mädchen. Schau mal, Jarek wird nicht von diesem Mädchen dirigiert werden. Ja, auf jeden Fall. Und ich gehe jetzt erstmal zu ihr. Mädels, darf ich vorstellen? Das ist sie. Schick. 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 Schick, seltsamer Name. Das ist ein sehr hübscher Name. So einen Namen gibt's doch gar nicht. Natürlich ist der schönste Name wahrscheinlich Schlau. Das ist der Nachname. Schick ist cool. Das ist ein sehr schöner Name. Mädels, zeigt Schick das Lager. Ich bin in ein paar Stunden zurück, okay? Da drüben ist ein Tisch, da ein Stuhl, dort ein Busch und hinter dem Busch gibt's eine Toilette. Oh, ich vergaß. Was war nochmal das Erste? Wie kann man vergessen, was man vor einer Sekunde gesagt hat? Du solltest dein Gehirn mal trainieren. Warum seid ihr so böse zu ihr? Sie ist doch gerade erst angekommen. Komm, ich zeig dir alles. Ich kann dir auch was zeigen, ja? Was kannst du schon zeigen? Du schaffst es doch sowieso nicht bei ihr. Habt ihr das gesehen? Was sieht der in ihr? Die hat doch gar keinen Verstand. Schlobby, ich muss dich ärgern. Menschen werden nach ihrem Aussehen ausgewählt. So dumm wie du bist, die hat doch gar keinen Verstand. Cool. Awesome Ross versagt und ich bekomme alles ab. Warum ist er dort? Er ist nicht erwachsen. Er atmet in seinen Bauchnabel. Kleine Menschen mögen immer größere Menschen. Okay, okay, setz dich doch für sie ein. Du bist auch klein. Schon wieder? Was habe ich euch angetan? Vielleicht redest du zu viel? Und warum? Ich jedenfalls bin noch nie observiert worden. Ich kann sie immer noch auf meine Seite holen. Wartet. Okay, wer kauft mir ein Eis? Die Veränderung liegt ganz bei euch. Hier, mein Geld. Oh, und wo sind deine Jungs mit dem Geld? Ich schätze, sie haben dich wohl abserviert. Danke. Ist gerne so viel du willst. Ich kann dir noch mehr bringen. Nein, das ist zu viel. Ich werde sie in kleine Stücke reißen. Das geht nicht. Wetten, dass sie das nicht tut. Ich setze 5 Riesen. Liebe Schick, weißt du, wo die Bibliothek ist? Tja, wahrscheinlich nicht. So wie du aussiehst, ja. Schwach. Hier sind deine 5 Riesen. Das waren doch meine. Und wo sind deine? Ich dachte, wir wetten nur auf deine. Na toll. Ich habe dir das Geschäft auf meinem Kopf beigebracht. Schlaue Julia, sie ist keine Bibliothekarin oder so. Ja, such eine Bibliothekarin mal woanders. nicht lustig? Na gut, vielleicht kann ich sie von dieser Schick ablenken. Na, warte. Ja, auf jeden Fall. Es ist so, dass... Oh, ist das heiß. Mir ist schwindelig. Hey, das ist deine Schwester. Mach irgendwas. Los, los, los. Und deine Freundin. Also kannst du irgendwas machen. Aber was soll ich machen? Ich weiß nicht, wie das geht. Oh, das kann ich. Ich habe in der Schule Erste Hilfe gelernt. Oh, danke. Mir geht es schon gut.
Chick, erste Hilfe zu beherrschen, ist wirklich wichtig. Sie ist am Leben. Ich war nicht dabei, hier zu sterben. Hey, Kate, du musst dich bei Chick bedanken. Sie hat dein Leben gerettet. Oh, Kate, kannst du das hier? Nein, ich glaube nicht. Wir können nichts mehr tun. Und? Habt ihr euch mit Chick angefreundet? Na und? Mary Johnson, es ist wirklich erstaunlich hier. Wer redet denn so? Sehr erstaunlich. Mir tun die Ohren weh. Du solltest lieber Englisch lernen, anstatt mit den Jungs zu reden. Übrigens, Schlaubi, ich habe tolle Neuigkeiten für dich. Deine Eltern fahren mit dir über das Wochenende weg. Toll, oder? Über das Wochenende? Oh, ich bin so tollpatschig und ihr seid so stark. Nein, nein! Ich fühle mich geschmeichelt, dass du für immer bei mir bleiben willst, aber deine Eltern tun mir jetzt leid. Mary Johnson, freuen Sie sich nicht zu früh. Das liegt nicht an Ihnen. Wegen wem dann? Was? Brainy hatte nicht genug Zeit, sich mit Chick anzufreunden. Keine Sorge, Schlaubi, sie wird noch eine Weile hier sein. Bitte nicht. Das verstehe ich nicht. Mädels, wir müssen Chick bis zum Abend loswerden. Dringend. Ich habe einen Gifttrank, aber ich weiß nicht, wofür ich ihn nutzen soll. Komm, wir haben wenig Zeit. Hey, stopp. Begrab den Zaubertrank auf dem nächstgelegenen Friedhof. Und du, Schlauberger, liest das Strafrecht, okay? Versteht ihr nicht, was ihr da tut? Wisst ihr, auf welche Ideen ihr gekommen seid? Ich kenne einen besseren Weg. Und der ist sicher. Wir brauchen Chick, um Mary Johnsons Regeln zu brechen. Und dann wird sie aus dem Camp werfen, okay? Das klappt auf jeden Fall. Perfekter Plan, aber es gibt eine Kleinigkeit. Wir haben hier keine Regeln. Doch, wir haben eine. Geht nicht aus dem Lager heraus. Ja, sicher. Raus! Raus aus dem Lager! Was ist da jetzt los? Raus aus dem Lager! Sie scherzt nur. Brainy ist ja so lustig. Brainy, du bist ein Genie. Glaubst du, wenn du jemanden anschreist, wird er tun, was du verlangst? Mir läuft die Zeit davon und er kommt hier immer näher und näher. Wir müssen sie dazu bringen, selbst zu gehen. Oder lasst Mary Johnson glauben, dass sie gegangen ist. Chick, es gibt einen Sommerschlussverkauf. Magst du mitkommen? Wo? Hinter dem Zaun da. Cool. Cool, wenn man keinen Verstand, aber Geld hat. Aber es gibt doch gar kein Einkaufszentrum hinter dem Zaun. Und Kleidung gibt es nur im Einkaufszentrum. Aber hinter dem Zaun gibt es kein Einkaufszentrum. Wo soll ich denn die Kleidung kaufen? Verstehe ich nicht. Dann beschloss das Gehirn im unpassendsten Moment zu arbeiten. Mann, oh. Das habe ich dann auch gesagt. Ja. Das war zu witzig, zu witzig. Einfach zu witzig. Ja, ich habe es auch gesehen. Auf jeden. Oh, Kate, hast du etwas verloren? Ja, mein Handy ist hinter den Zaun gefallen. Helft ihr mir? Wirklich? Wie ist es denn dazu gekommen? Ich weiß es nicht. Es ist mir entglitten. Ich wünschte, jemand könnte mir helfen. Über den Zaun klettern und mein Handy holen. Vielleicht kann ich dir helfen. Das ist eine großartige Idee. Jungs, helft Kate über den Zaun zu klettern. Sie hat ihr Handy verloren. Gar kein Problem. Nein, das ist schon in Ordnung. Ich hab's bereits gefunden. Wow, bevor ich auch nur blinzeln konnte, warst du schon aus dem Tor? Geld. Und noch mehr Geld. Oh, hallo. Schau mal, wie viel Geld ich gefunden habe. Kannst du dir vorstellen, dass sich hinter dem Zaun noch mehr verbirgt? Ganz viel Geld. Reicht es für neue Kleidung? Ja, natürlich. Für viele Kleidungsstücke. Ganz viele. Dann nimm du es. Du brauchst es mehr als ich. Wie bitte? Das war's. Ich gehe und Austin Ross wird mich für immer vergessen.
Schluss mit dieser Hysterie. Wir haben doch alles versucht. Wir können sie nicht dazu bringen, das Lager zu verlassen. Ich habe doch gesagt, wir müssen nur so tun, als sei sie gegangen. Und das war's. Ist es das, was ich denke, dass es ist? Ja, ja. Mary Johnson wird die Tasche von Chick finden und denken, dass sie das Gebiet verlassen hat. Und das war's. Geschafft. Hallo Mädels, was macht ihr denn da? Was machst du denn hier? Ich wollte mich mit euch anfreunden. Ich habe genug von den Jungs. Ich mag sie nicht. Um ehrlich zu sein, sie sind irgendwie seltsam. Helft mir, sie loszuwerden. Was? Du willst sie loswerden? Sie sind seltsam? Hast du dich schon mal selbst gesehen? Willst du jetzt Awesome Ross zurück oder nicht? Ah, du bist so hübsch. Und sie sind dumm. Wir werden dir helfen, sie loszuwerden. Komm schon. Oh Mädels, ihr seid so cool. Ich wollte von Anfang an mit euch befreundet sein. Wir wollten auch mit dir befreundet sein. Ja, ja. Endlich. Also Mädels, ich bin in 10 Minuten zurück. Benehmt euch bitte. Ich mochte dich von Anfang an. Ja, und ich habe ihnen gesagt, lass uns mit Chick befreundet sein. Chick, warum hast du die Regel gebrochen? Du darfst das Lager nicht verlassen. Nicht hinter den Zaun gehen. Nein, ich weiß nicht, warum meine Tasche hinterm Zaun ist. Cool, ja, cool. Du magst sie, nicht den Zaun. Da drüben ist ein Tisch. Dort steht ein Stuhl. Ich kann sie überzeugen. Oh, es klemmt. Ich auch. Mach irgendwas, okay? Ha 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 ha